Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir Glitchpolizei und in diesem Video fahren wir ein Rennen von Officer Motzi. Ich bin eben schon eine Testrunde gefahren, ob das auch alles klappt und das Rennen klappt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig nice. Officer Motzi hat das Rennen auch selber erstellt und er hat einen YouTube-Kanal und sein YouTube-Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, er baut nämlich auch hier die Jobs und macht Streams, wie er die Jobs baut. So, aber jetzt kommen wir mal hier hin, denn das ist ein fast komplett automatisches, also es sollte im Grunde alles komplett automatisch funktionieren. Ist auf jeden Fall ein richtig nices Rennen. Sollte auf jeden Fall in eure Spielliste mal reinkommen, wenn ihr das Rennen noch nicht kennt oder müde seid von euren aktuellen Rennen, die ihr immer und immer wieder fahren müsst oder immer und immer wieder fährt. Wobei das sollte jetzt nicht so sein. Da haben wir jetzt einen kleinen Fail erwischt. In der ersten Runde hat das alles komplett super easy, instant funktioniert. Natürlich, wenn man dann die Aufnahme startet, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das Rennen ist für den T20 gemacht und mit dem funktioniert das eigentlich auch nahezu perfekt, bis auf irgendwie gerade eben. Und ja, genau, so sollte das aussehen. Hab mich gerade schon ein bisschen gewundert, irgendwie fehlte dem T20 da der Schwung. Oder es lag irgendwie am Spoiler oder irgendwas. Ah, diese Kurve ist so böse. Also das Ende ist ein bisschen kacke so. Also das Ende gefällt mir irgendwie nicht. Da hätte man irgendwas machen müssen, dass man das Ende so ein bisschen smoother macht, so. Weiß ich nicht, dass man vielleicht hier runter auf die Straße dann fährt. Aber die Kurve ist viel zu böse so. Da macht man das Rennen lieber ein bisschen länger und fährt einen kleinen Umweg und fährt noch ein bisschen auf einer Straße, als dann so ein sowas zu bauen. Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Vielleicht änderst du das ja noch, vielleicht auch nicht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, gib den Like-Button noch einen High-Five. Der Job ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ciao, haut rein.